Hallo und willkommen zurück zu Indie. Ja, wir haben beim letzten Mal ja schon wieder einiges an Fortschritte gehabt und ja, wir haben, glaube ich, zuletzt war das so eine Uhr gefunden und die müssen wir jetzt den einen Jungen geben. Nur, wo ist er? Das ist unser größtes Problem gerade. Ich weiß nämlich nicht, wo der jetzt ist. Weil er sollte nämlich für uns was besorgen und dafür müssten wir ihn erstmal überreden. Mir wurde auch geschrieben, man könnte tatsächlich das Auto benutzen, um die für jeden Platz zu machen. Das testen wir mal. Tatsächlich. Ja, aber man kann auch ein paar Diskussionen platt machen. Nette Spielerei, aber wirklich sinnvoll irgendwie nicht. Oder Skorpion. Mal gucken, ob der runterkommt, wenn wir wieder an dieser Stelle sind, wo wir Hilfe brauchen. Dort ist etwas. Aber was ist es? Wo ist meine Uhr? Oh. Hey, nicht so schnell. Geh vorsichtig mit ihr um, Junge. Sie gehörte einst dem Mann, der König Salomons Minen entdeckte. Ha! Nun besitze ich eine Maschine. Ich bin industrialisiert. Es ist ein Anfang. Heute um 11 Uhr fahre ich nach Kenia. Und schon bald werde ich meine eigene Fabrik besitzen. Große Ziele. So, was haben wir denn da bekommen? Wir haben ein Prisma bekommen. Das hat nicht so recht geklappt. Ich denke mal, das müssen wir hier oben irgendwo einsetzen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich da hinkam. Das hier? Nein. Das war die Stelle mit dem Brunnen, den wir schon aktiviert haben. Mein großes Problem ist gerade, dass ich mich erstmal wieder orientieren muss, weil ich hatte nämlich auch wieder eine längere Pause zwischen den Aufnahmen.
Ups. Punkt ist natürlich, dass ich immer vorproduziere. Gerade weil mir immer so ein bisschen Zeit fehlt. Okay. Ob ich hier hin muss? Ich habe leider die Stelle nicht so gut gemerkt, wie ich dachte. Was nur, dass das hier irgendwo war. Also in der Pyramide. Ah ja, hier war es ein bisschen tiefer. Hier wird man ja zermatscht, wenn man nicht gut genug springt. Mir kommt da gerade was in den Kopf, was mich gerade irgendwie ein bisschen ärgert, denn ich muss hier gar nicht hoch, sondern ich muss wohl ganz anders hin. Weil hier ist nämlich schon alles gemacht. Mal abkürzen. Na, hier geht's woanders hin. Da ist das Wasser. So. Oh oh. Socks. Die sind ja überall. Stoi, stoi! Die Russen kommen. Ich glaube, wir müssen runter in den Keller. Ich glaube, die sind jetzt auch nur aufgekreuzt, weil ich verrückt darauf, Granaten rumzuschmeißen. Dreimal Bumm? Nö, die geht nicht hoch. Okay. Eine Granate. Noch so einer. Also das war ja mal gerade echt eine Leuchte. Wirf eine Granate nach vorne und rennt selber Granate. Rein. Trottel. Erstmal muss man hier mal ein bisschen die Russen loswerden, damit man weiterarbeiten kann. So. War's das jetzt? Okay. Durch eine bahnbrechende Operation stellt Dr. Jones geschickt die Sehkraft des Patienten wieder her. Oh,
Okay, das war erst ein Riegel. Einmal Vollheilung mit Heilkräutern. Davon haben wir ja gerade so viele. Okay, jetzt ist die große Frage, wie kriege ich die anderen Riegel weg? Zu wenig Platz zum Rangieren. Da muss ich rein, aber wie komme ich da rein? Ich glaube, die Pyramide haben wir jetzt erledigt, soweit. Das heißt, wir müssen in der Pyramide noch was machen und in der. Bei der hier bin ich mir nicht sicher, wie wir die Tür aufkriegen. Ich kann diesen Block nicht verschieben und dahinter sind auf jeden Fall eine Menge Schlangen. Die höre ich schon. Und dann haben wir da hinten noch irgendwas, wo man was machen kann. Mich noch so ein komischer Augenblock. Warum ich den jetzt wieder zurückschiebe? Ich sehe da oben was, da ist nämlich auch sein Auge und wenn ich das richtig sehe, fällt dann der Strahl hier genau durch das Fenster und wird auf dem Stein hier landen. Seht ihr das? Okay. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommen wir weiter? Den Wagen mal krallen und runter drehen? Nö. Wie kommen wir da rein und da rein? Für jede Pyramide wird wahrscheinlich ein so ein Ding weggehen. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Okay. Da ist auf jeden Fall irgendwas, was wir irgendwie befreien müssen. Die Frage ist, wie? Na, steig ein. Nervensäge.
ob das so klappt, wie ich das im Kopf habe. Mein Gedanke ist nämlich, dass wir eventuell mal da irgendwo gegenfahren oder so, um dann eventuell was umzuschmeißen. Glaube aber nicht so ganz, dass das funktioniert. Naja, probieren wir es einfach mal. Da lösen wir schon mal nichts aus. Okay, der will jetzt anscheinend auch hier nicht mehr hochklettern. Nö. Von der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Wo da die geradere Seite ist. Nee. Hier will er nicht mehr hochklettern. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir haben noch drei Pyramiden. Bei der einen ist auf jeden Fall irgendwas, wo wir was einreißen müssen. Aber wie? Wie kriege ich da die Wand weg? Da ist auf jeden Fall eine Stelle, wo man klettern kann, genau wie den einen Steinblock, den man immer von links, den man ein bisschen vor und zurück schieben kann. Klappt nicht. Also drei Pyramiden müssen wir noch betreten. Ups.
Also Miro ist auf jeden Fall little bit verwirrend. Wir haben ja immer noch dieses eine Rad, wo ich noch nicht so weiß, was wir damit machen können. Oder? Was haben wir denn überhaupt noch an Gegenstände? Rad einer Lore, ja. Keine Lore gesehen. War ja auch sonst nichts mehr. Nee, da kommen wir nicht hoch. Diese Säule hier ist im Weg. Und der Steinblock. Aber den kriegen wir auch gerade irgendwie nicht weg. Nicht genug Platz. Na, hier ist das Blöde. Ich kann nur in einer Richtung jeweils mal einmal ziehen oder einmal schieben. Zu wenig Platz zum Rangieren.
Ne, hier ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Irgendwie muss es doch weitergehen. Also wir haben gleich die Part rum und ich habe überhaupt nichts erreicht, also. Ich bin gerade am gucken, ob da vielleicht irgendwie was mit der Peitsche vielleicht anvisiert. Aber sieht nicht so aus. Das sind eigentlich relativ viele Punkte, wo es weitergehen müsste, aber irgendwie. Ich gerade ein bisschen überfragt. Also, das ist unsichtbar macht Ding. Ob hier noch irgendwo was ist, wo man damit vielleicht hantieren kann. Dass das vielleicht irgendwie ein verstecktes Ding ist oder so. Aber sieht nicht so aus. Also man kann sich eigentlich nur bei den Kristallen hochziehen. Ja, dann machen wir leider mal an der Stelle einen Cut und ich hoffe, im nächsten Part finde ich dann mal den Weg, wie es weitergeht. Na gut, dann sage ich mal bis dann. Tschüss.